Noch einmal haben wir einen Wunsch erfüllt. Danke, Herr. Wir wurden immer wieder angesprochen, wie so Marder das nenne. Aus dem Hörspiel ist nicht mehr aufgeführt worden. Und es war so eine nette Geschichte von einem Marder aus Oberschwaben. Die Geschichte von Gustav Mesmer, genannt Icarus vom Lauterdal. Gustav Mesmer, der Icarus vom Lauterdal. Im Irrenhaus an der Wallam hat er geschwommen vor, hat er Bilder gemalt von seiner Vision, von seiner Flugmaschine mit Propeller und Pedal und einem Luftomnibus über Bergen, über Tal. Von seinem Flugfahrrad natürlich hat er 40 Jahre geträumt und endlich kommt er raus. Auf Albens Altersheim, da hat der Wald zerquält, Plastik und Papier, Holz und Eisenschrott, da hat er es konstruiert. Auf dem Berg ganz oben hat er alle aufgenommen, ist ein Meter geflogen und ins Krankenhaus kommen. Er hat Flieger, wenn er wie ein Schwan, er hat Flieger, wenn er mit der Fahrer über alle. Er hat Flieger, wenn er mit dem Fahrrad überall, überall. Geboren als ihr drei, die Elfe Bauersknecht, werft euch schon als Kind groß zum Schaffen rennt. Als junger Kerl ist auch, kommt er weg von der Heim. Ins Kloster Bayreuth, da haben sie es gut mit dem Freund. Als Bruder Alexander ist ein Mönch 6 Jahre und er steigert sich nein, ganz krank und verbaut. Himmelfahrt, Engelflug, bei Gott will er sein. Wird schier verrückt vom Bett und der Glaubensschwärmerei. Wieder heim an sie geschickt ins Altschauser Jammertal bei der heiligen Mess. Da kommt zum Zwischenfall, er steigt selber auf Kanz, hält aber nicht predigt, der Hals im Rund erzogen und den Schuss er widerlegt. Er hat Flieger, wenn er wie ein Schwein, er hat Flieger, wenn er mit dem Fahrrad überall, er hat Flieger, wenn er wie ein Schwein, er hat Flieger, wenn er mit dem Fahrrad überall. Überall. Dass der Gustav echt fliegt, das war ich. Mit seinem Läuferdacher Flugfahrer. Oder mit seinem Lufthaspelquartett. Manchmal. Wenn alles langweilig ist, dann fliegt er nunter von Dorf über Dorf. Ist nach Saugauen als Hause, da wo er herkommt. Am Sonntag bei der Heiligen Mess. Meistens, wenn der Pfarrer gerade predigt, da hört man lachen.
Gustav, Oberdorbe, auf seinem Flugfahrer. Ah! Vielen Dank. Warte, Trifa, warte hier. Wir zwei, oder?